Dave will schon seit Tagen wieder ein Projekt machen, in dem er sich irgendwie hocharbeiten kann, hochtrainen kann, wie auch immer. Und ich dachte mir, das hier ist ein guter Anfang. Ich gebe Dave 1 € und 24 Stunden Zeit, um sich so hoch zu traden, wie es nur irgendwie geht. Dave, nimm diesen Euro und vermehre ihn innerhalb von 24 Stunden auf so viel, wie du kannst. 1 €, 24 Stunden, gib ihm. Jetzt? Ja. Darf ich meine Reichweite nutzen? Natürlich nicht. Egal, was soll ich mit dem Euro machen? Ja, überleg dir was, los geht's. Also es stimmt schon, seitdem Rolex Trade-Up zu Ende ist, bin ich irgendwie ein bisschen planlos. Ich habe ein riesiges Loch in mir, weil das mein Baby war und ich eigentlich wieder sowas in die Richtung machen will. Umso besser, dass Max mir diese Entscheidung jetzt abgenommen hat. 24 Stunden Zeit, 14.50 Uhr. Hier die Bestätigung, wir starten. Es ist noch nie jemand ohne Plan reich geworden. Das Ding ist, ich habe so viele Videos schon zu dem Thema gemacht, dass ich fast alles schon gemacht habe, ein paar Sachen aber noch nicht, die immer noch auf den Listen stehen. Das bedeutet, ich durchforste jetzt die Listen. Eine Sache, die mir direkt eingefallen ist, ist Blutspenden. Dafür kriegt man instant 25 Euro Aufwandsentschädigung. Das ist kein Lohn, das ist eine Aufwandsentschädigung, aber man kann sich sofort 25 Euro abholen. Darf ich den Euro gegen Online-Euro eintauschen? Sonst komme ich nicht zum Blutspenden. Du kannst ihn bei mir einzahlen. Ich habe den aber schon verloren. Ich habe den Euro schon verloren. Also auf den Roller geschwungen und mit Bolt für 15 Cent die Minute zum Blutspenden gedüst. Ah, wie frisch ist die Wunde am Finger? Kannst du dir kurz den Finger mal anschauen? Ja, das ist leider... Sieht fresh aus, ne? Ja, habe ich reingeschnitten. Lässt dann mal abwarten, bis das gut abgeheilt ist und dann können sie gerne wiederkommen. Okay. Digga, ich kann einfach kein Blut spenden, weil ich eine verfickte Wunde am Finger habe. Ja, es muss ein anderer Plan her. Das war wohl nix. Rate, was das Problem war. Nee. Was war das Problem? Ich! Diese Wunde. Der Witz ist aber, auf dem Weg zurück ist mir eine Idee gekommen. Denn Blut ist ja nicht die einzige Körperflüssigkeit, die ich spenden kann. Und das ist Sperma. Es ist tatsächlich möglich, Sperma zu spenden. Ich habe schon diverseste Male davon gehört. Ich habe mich immer davor gedrückt, das irgendwann in irgendwelchen Videos zu benutzen. Aber heute ist der Tag gekommen, wo ich bereit wäre, durchzuziehen. Ich habe eine Samenbank gefunden. Ich werde anrufen und fragen, wie viel Kohle kommt dabei rum? Kann ich das sofort machen? Und ist es möglich, dass mein potenzieller Sohn mich dann irgendwann kontaktiert? Oder meine Tochter. Möchten Sie sich als Samenspender bewerben, drücken Sie die 2. Ich werde gleich meine Samen spenden. Leider sind zurzeit alle Mitarbeiter in einem Gespräch. Schlecht. Dann schauen wir, was das Internet so an Informationen für uns zu bieten hat. Alter zwischen 18 und 38, check. Sie sollten sich besser Gesundheit erfreuen. Erbkrankheiten? Nein. Chronische Erkrankungen? Nein. Die Aufwandsentschädigung beträgt 150 Euro pro Spende. Gut. Jetzt ist nur die Frage, dürfen mich meine Kids dann irgendwann kontaktieren? Dürfen Kinder Chiasamen essen? Nein. Spenderkinder haben ein Recht zu erfahren, wer ihr genetischer Vater ist, der Spender ist. An sich, Samenspende, mega gutes Ding. So können Paare, die keine Möglichkeit haben, selber zum zweiten Kind zu zeugen, ein Kind zeugen. Das ist super, das supporte ich. Wahrscheinlich eine ziemlich gute Option, um jetzt ganz schnell die ersten 150 Euro zu haben. Mit denen hätten wir investieren können, Sachen kaufen können, die wir weiterverkaufen. Meine Motivation ist aber irgendwie nicht die richtige und ich möchte irgendwann das Erzeugerkind nicht zwangsläufig kennenlernen müssen. Ich glaube, das wird nichts. Aber was soll's. Ich habe diverseste andere tolle Ideen. Foto- und Video-Auftragsarbeit. Das Ding ist, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe keine festen Kunden, die ich einfach anrufen kann, um zu sagen, hey, kann ich was für dich machen? Ich muss quasi auf den Streets Leute erwischen, für die ich arbeiten kann. Das kriegen wir aber hin. Das werden wir gleich probieren. Davor aber werden wir gucken, ob wir Sachen bei eBay Kleinanzeigen finden, die zu verschenken sind, die aber eigentlich noch einen Wert haben. Die holen wir dann einfach kostenlos irgendwo ab und verkaufen sie weiter. Bereiten sie vielleicht ein bisschen auf, wenn es um irgendwelche Möbel oder so geht. Denn ich habe diverseste TikToks und Kurzvideos gesehen, wo Leute günstig Möbel gekauft haben, aufbereitet und für viel teurer verkauft haben. Das werde ich auch probieren, nur mit geschenkten Möbeln. Wir suchen danach und schauen, was wir finden können. Gefunden habe ich einen Ledersessel, eine Vitrine, einen Schreibtisch und diverse Hunde und Katzen. Interessanter als der Hund und die Katzen waren natürlich alle Möbelstücke. Den Anbietern habe ich direkt geschrieben, hallo Doran, ich bin gerade auf deine Anzeige gestoßen, bla bla bla. Erstmal auf Antworten warten, was genau daraus geworden ist, erfahrt ihr später im Video. Vorerst kümmern wir uns um Foto- und Videoproduktion. Wo sollte ich eher starten als auf der Aachener Straße? Alles voll mit Bars, mit Restaurants, mit
Restaurants und Bars. Ja, eigentlich ist es genau das, was wir brauchen. Ich werde einfach reinsteppen, werde die Leute einfach fragen, ob ich für sie Fotos und Videos machen kann für Social Media. Und vor allem werde ich die Sachen bis heute Abend noch abgeben, beziehungsweise bis morgen früh, wenn ich die komplette Nacht durcharbeiten muss und wir super viele Leute finden, die Lust darauf haben. Wir starten bei Prince Sushi, dem besten Sushi-Laden in Köln, weil ich tatsächlich den Besitzer kenne und ich probiere, dem ein bisschen Geld abzuluxen. Wir gehen. Das ist Nervin, dem gehört der Laden hier, den kennen wir schon. Max hat hier seinen Burgerladen gemacht. Ich möchte gerne Fotos und Videos für dein Social Media machen. Das ist wichtig für dich, ne? Damit dein Laden weiter wächst und so weiter. Natürlich. Und ich würde hier so, weißt du, schön alles abfilmen, gutes Video machen und du kriegst es bis heute Abend. Aber ich brauche Kohle dafür. Ey! Ich will jetzt 200. Wow. Auf entspannt 50. Nee, wir machen 150, das ist aber ernst fair. 125. 150, das ist richtig fair. Ich habe ja extra für dich schon Freundschaftspreis mit 200 angesetzt. Kommen wir. Ja? Danke dir. Perfekt, die ersten 150 Euro sind safe. Ich habe direkt gemerkt, dass ich stark aus der Übung bin. Seitdem Leo meine Videos cuttet und auch dreht, stehe ich natürlich viel häufiger vor als hinter der Kamera. Hat zwar ein paar Minuten gedauert, aber ich habe trotzdem gut reingefunden und es hat wunderbar funktioniert. Deal. Das ist der beste, Nervin. 19.44 Uhr. Wir haben genau 150 Euro verdient, was absolut unter dem ist, was ich mir vorgestellt habe. Nachdem wir den ganzen Tag komplett auseinandergenommen wurden. Erst meine Wunde, dann wollte ich kein Kind zeugen und dann haben wir die ganze Zeit Absagen bekommen. Nichtsdestotrotz sitze ich am Schnitt vom Print-Sushi-Video. Das baller ich durch und dann gilt es für mich, eine Möglichkeit zu finden, jetzt heute Abend noch irgendwie Online-Kohle zu verdienen oder so. Irgendwelche Sachen zu finden, die ich morgen früh ganz schnell abholen kann, um sie dann weiter zu verkaufen. Irgendwas. Das reicht definitiv noch nicht. Was soll ich sagen? Wir haben bei eBay Kleinanzeigen keine einzige Antwort erhalten. Nicht mal eine Absage. Mit verbleibenden 5,5 Stunden fällt eBay Kleinanzeigen und das Aufbereiten von Möbeln also definitiv raus, weil einfach zu wenig Zeit ist. Das Einzige, was bis dato wirklich funktioniert hatte, war Foto- und Videoproduktion. Also habe ich mir gedacht, never change a running system. Ich brauche neue Foto- und Videokunden. Ich bin zu Café Café auf der Aachener Straße gegangen und habe dort auf 1 einen neuen Auftrag gefunden. Weil es mir irgendwie unangenehm war, habe ich die Kamera beim ersten Kontakt nicht laufen lassen. Aber was soll ich sagen? Es hat wieder funktioniert. Genau das war's. Quick Action rein, zack, zack, 150 Euro abholen, ab nach Hause in den Schnitt. Sehr, sehr nice, wirklich. Also direkt wieder ins Büro und an den Schnitt gesetzt, Fotos fertig bearbeitet, wofür ich gerade mal eine Stunde gebraucht habe. Die letzte Möglichkeit, jetzt noch irgendwie in den letzten paar Stunden was rauszuholen, war also Affiliate-Marketing oder irgendwie online Geld zu verdienen. Das Problem ist, bei meiner Bank, wo es eigentlich mal einen Freunde-Werben-Code gab, womit ich 25 Euro pro geworbenen Freund hätte verdienen können, wurde das Konzept komplett abgeschafft. Also musste ich eine weitere Option finden, habe das Internet absolut durchforstet und bin irgendwo in den tiefsten Reddit-Foren auf eine Liste gekommen von Sachen, bei denen man innerhalb von kürzester Zeit Geld verdienen. Und ein Punkt war, eingesparte Emissionen zu verkaufen. Ganz kurz, was zur Hölle ist das? Firmen dürfen bestimmt viel Emissionen produzieren. Wenn sie diese überschreiten, müssen sie CO2-Zertifikate von beispielsweise anderen Firmen kaufen, die CO2 eingespart haben, damit sie weiter produzieren können. Jetzt ist das Ding, ich habe einen Tesla, ein paar Leute um mich rum haben Tesla, und alle diese Autos sparen Emissionen ein, hauen weniger Emissionen in die Umwelt, als sie dürften. Das bedeutet, alle Leute, die ein voll elektrisches Auto fahren, sparen Emissionen ein. Und kein Witz, jetzt wird's krass. Auf der Website geld-für-eauto.de und noch ganz vielen anderen Anbietern ist es möglich, seinen Fahrzeugschein hochzuladen, der beweist, dass man Elektroauto fährt und damit mindestens 275 Euro ausgezahlt zu bekommen, weil die eingesparten Emissionen von einem abkaufen. Das ist ziemlich krass. Natürlich darf ich die eingesparten Emissionen von meinem eigenen Auto nicht benutzen. Ich kann aber alle Leute um mich herum, die ein E-Auto haben, anrufen, abtelefonieren und sie darum bitten, dass wir uns genau diese Prämie teilen. Ohne mich wüssten sie nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich nehme ihnen die komplette Arbeit ab, ich frage sie nach ihrem Fahrzeugschein und ich werde alles für sie regeln. Das bedeutet, sie schicken ihren Fahrzeugschein, ich lade ihn hoch, fülle das komplette Formular für sie aus, sie haben überhaupt keinen Stress und wir erhalten gemeinsam 275 Euro. Davon möchte ich gerne einen Share haben, und zwar 50%. Jetzt telefoniere ich alle Leute ab, die ein E-Auto haben, und dann schauen wir, wie viel Geld wir verdienen können. Hallo. Hallo. Super. Hi. Ich muss gleich in den Call. Easy. Was läuft? Alles frisch? Alles frisch. Und ich suche Leute, die ein Elektroauto haben. Dein Auto ist ja nach wie vor weg, ne? Aha, ich möchte dir aber ein wenig aus dem Schlamassel helfen und du kannst mir damit auch etwas helfen. Ich würde das gerne komplett für dich machen, das komplett für dich übernehmen und das gerne 50-50 mit dir teilen. Sehr gut. Das machen wir doch so, das hört sich
Ja? Ja, easy. Ich hab den aber erst einen Monat gefahren. Kriegst du überhaupt was für? Ja, ja, der ist noch besser, wenn er stammt, weil dann hat er ja gar keine Emissionen verbraucht. Ja, okay, Digga. Yes! Easy! Was du mal alles findest? Ja. Ja, schön. Nee, das war super. Ja. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Ja, es funktioniert. Digga, es wird immer besser. Ich habe jetzt noch auf der Website gesehen, lade deine E-Auto-Freunde ein und erhalte je gewonnenen Freund einen 50-Euro-Bonus. Nach deiner Anmeldung bei uns erhältst du von uns einen persönlichen Link, den du mit deinen Freunden teilen kannst. Zum einen teile ich den mit euch. Das hier ist der Link, ist auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch anmelden, wenn ihr ein E-Auto habt und mindestens 275 Euro Prämie abholen. Und außerdem kann ich die Leute, die mir nicht 50% abgeben wollen, was bis dato nicht der Fall war, was aber theoretisch passieren könnte, über meinen Link auf die Website schicken. Sie bekommen 275 Euro und ich bekomme noch 50 Euro obendrauf. Mega entspannt. Wirklich. Also ein Hoch auf die E-Autos, das ist eine absolute Cash-Cow. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal so einfach Geld verdient habe, außer bei GameStop. Wir haben 14.59 Uhr. Die 24 Stunden sind rum. Ich habe probiert, in den letzten Stunden alle Leute zu mobilisieren, die ich nur im Entferntesten kenne, mit einem Elektroauto, um für sie ihre eingesparten Emissionen zu verkaufen. Insgesamt hat es nur für zwei Leute gereicht. Einmal Kelly, vielen Dank Kelly, du bist eine absolute Ehrenfrau. Und einmal Nick, dessen Auto tatsächlich gar nicht benutzt wurde. Richtig nice, damit konnte ich zweimal 137,50 Euro bekommen. Die beiden Foto- und Videoaufträge haben jeweils 150 Euro gebracht. Da nochmal riesen Dank an Nermin von Prince Sushi. Ich würde euch tatsächlich raten, wenn ihr Geld verdienen wollt, wenn ihr euch ausprobieren wollt, macht es erstmal bei Bekannten, Freunden von Bekannten und so weiter. Wenn Sachen nicht richtig laufen, könnt ihr das super easy mit denen regeln. Ist viel einfacher, als wenn ihr direkt mit entfernten Kunden arbeitet. Vielen Dank, Nermin. Insgesamt bin ich mega happy mit dem Ergebnis, bin mega fertig, weil ich tatsächlich gestern relativ wenig geschlafen habe, die ganze Zeit noch nach Möglichkeiten gesucht habe und so weiter. Vielen Dank an Timeless fürs Unterstützen dieses Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr wollt, dass ich es mal über 7 oder 30 Tage versuche, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause.